Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 14.02., auch als Valentinstag bekannt. Wir wollen uns aber hier nicht den kalendarischen Effekten mal widmen, wenngleich die saisonalen Tendenzen hier auch immer wieder interessant sind. Gilt der Fokus heute gerade unter charttechnischen Gesichtspunkten, was ich ein Stück weit auch unter Umständen mit den Seasonals ergänzen kann, hier dem Silberpreis. Ja, freue mich auf jeden Fall, dass wir heute mal hier drauf schauen. Zudem haben wir noch ein Seasonal Pattern hier beim Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar, das dann im Nachgang. Doch, wie gesagt, jetzt erstmal schauen, was der Silberpreis macht, denn dieser hat sich unlängst seit einigen Wochen hier sehr, sehr gut entwickelt. Das sehen wir hier im Wochenchart-Intervall, nahezu fortwährend bullische Kerzen. Zoomen wir uns mal hier ein Stück rein. Machen das Ganze größer. Schwupp, seit den Tiefs vom Dezember gibt es hier eine schöne Erholungsbewegung, die ja allerdings nur korrektiver Natur ist. Ohne viele Schnörkel, ohne viele Trendlinien und dergleichen sehen wir, dass wir hier ja übergeordnet aus dem Abwärtstrend kommen. Jetzt haben wir einen korrektiven Erholungslauf gesehen und schwupps ging es wieder runter. Und jetzt ist praktisch hier eine nächste Erholungsbewegung ja in Arbeit, die jetzt hier die Frage erlaubt. Geht es denn hier über die letzten Hochs vom Sommer 2016 hinaus oder nicht? Ja, da ist noch ein ganz schönes Stückchen nach oben, aber wir müssen mal sehen, wie die Reise sich hier entwickelt. Faktisch, wenn wir vom Wochenchart in den Tageschart gehen, sehen wir eine noch interessantere Konstellation, nämlich hier diese Abwärtstrendlinie, die hier punktuell schon mehrfach touchiert wurde, hier im November 2016 nicht ganz erreicht wurde zur Trump-Wahl und dann rauschte der Silberpreis ja gen Süden. Und ja, jetzt sehen wir hier im Prinzip oder sahen wir hier eine Erholung und hatten hier bei 1750 einen klar definierten Widerstandsbereich ausgemacht, der, wenn er denn gehalten hätte, wir sehen, dass es nicht hat, hier unter Umständen auch weitere Rücksetzer in Richtung des Levels von 1655 hätte generieren können. Das war das präferierte Szenario entgegen der Saisonalität, wie Sie auch gerade schon gesehen haben, die Saisonalität bei Silber war auch schon im Januarverlauf sehr, sehr bullisch und der Februar knüpft bis in den März hinein hier genau dran an. Sie sehen es, hier ist wirklich bullischer Rückenwind zu spüren und interessant eben, dass der Ausbruch über 1715 erfolgte mit dieser ja doch schon sehr mächtigen Kerze hier vom 31. Januar und dann die ergo ableitbare Folgeperformance bis zu eben dieser Abwärtstrendlinie. Sie sehen es hier an diesem grauen Pfeil, das war die angenommene Tendenz, wenn wir eben ausbrechen würden. Das Level, den Widerstand hier von 1715 deutlich überwinden, hier über das Hoch der Kerze vom 18.01. gehen, das waren 1733, dann war hier die Intention, dass wir in Richtung 18 Dollar je Feinunze laufen könnten. Und wir sehen, es ist geschehen und jetzt der Silberpreis hier eben in ja, einer Wartehaltung, Spannung hoch 3, was jetzt passiert. Tatsache ist, der Silberpreis ist gut gelaufen, der könnte theoretisch hier nochmal einen Rücksetzer vollziehen, einen kleinen Pullback, unter Umständen auch, um hier dieses Widerstandslevel jetzt nochmal zu testen, um dann entsprechend einen Ausbruch zu generieren. Das wäre mal Szenario B. Szenario A scheint aber, wenn wir neue Wochenhochs machen, dass wir direkt ausbrechen und praktisch weiter ansteigen in die Widerstandszone um 19 Dollar. Das ist das nächste Zwischenziel bei Silber, so oder so mit Verlaub, mit diesem Ausbruch hier und wenn die Trendlinie gebrochen wird. Entweder jetzt vorher mit einem Rücksetzer, aber ich denke, die Trendlinie dürfte gebrochen werden. Wir gehen jetzt mal hier auch auf den saisonalen Bias ein. Der verspricht im Prinzip hier einen Ausbruch nach oben und das Level von 19 Dollar je Feinunze sollte erreicht werden. Das ist hier der Widerstandsbereich, also müssen wir uns mal ein Stück weit rausscrollen. Sehr schöner Natur. Wir sehen hier die ganzen Spikes hier im Jahr 2014, die genau diese Zone hier untermauern. Dann gab es hier eine Price Action im Jahr 2016 und genau das ist jetzt das Ziellevel, was Silber im Prinzip vor Augen hat. Kritisch wäre es, wenn wir hier deutlich unter 17 Dollar zurückfallen, dann muss man sagen, okay, Szenario C, dann haben hier die Bären auf jeden Fall das Heft in der Hand und dann dürfte es wohl nochmal Richtung 15,65 gehen. Das wäre allerdings nicht das präferierte Szenario. Eher eben der Ausbruch auf der Oberseite, diesmal auch wirklich gestützt mit dem entsprechenden saisonalen Bias. Also Silber definitiv ein Blick wert, sieht interessant aus. Was haben wir noch zu Silber? Wir haben heute eine bullische Fuzzi-Intraday-Vektorlogik, meine lieben Zuschauer, und zwar im höchsten Maße. Wir haben hier eine Erwartungshaltung, die in der Vergangenheit mit 68%iger Trefferquote, 204 Erscheinungen, eine Performance von 1,3% rund zusagte. Und das verspricht im Prinzip ein neues Mehrmonatshoch, wenn es denn so kommt. 18,21 wird hier das
Preis hoch orakelt, so kann man es ja fast schon sagen. Das heutige Preistief ist sogar nicht ganz erreicht worden, spricht im Prinzip für einen bullischen Bias. Wir sind oberhalb des Pivot Points, haben eigentlich hier nur eine Widerstandszone voraus. Das ist dieses Level hier, knapp unter 18 Dollar. Das seht ihr an den Kerzen hier im Stundenchartintervall. Das ist das einzigste Widerstandslevel, was ich hier wirklich auserkoren kann. Kurzfristiger Aufwärtstrend ist auch da. Können wir hier mal schön einzeichnen. So. Sollten wir also jetzt keine neuen Tiefs machen unter der aktuellen Stundenkerze? Ja, es ist anhand der FTSE-Vektorlogik und auch anhand des Wochentages, gehen wir nämlich auch hier mit 54% positiver Schlusspreise daher, eigentlich etwas auf der Oberseite zu erwarten. Wir haben heute noch ein paar News anstehen, aber grundsätzlich, wenn es eben hier ein neues Stundenhoch gibt, Schrägstrich, wir ohnehin ein neues Tageshoch machen, dann stehen die Chancen gut, dass Silber hier in Richtung Widerstandslevel um 17,97, 18, Schrägstrich, vielleicht sogar eben hier in voller Güte die FTSE-Vektorlogik ausreizt und wir hier deutlich über 18 Dollar ansteigen. Das wäre dann auch praktisch im Sinne der laufenden Aufwärtsbewegung im untergeordneten Timeframe-Bereich definitiv ein prozyklisches Kaufsignal, was hier entsprechend eben weitere Performance auf der Oberseite versprechen dürfte. Neues Tagestief hingegen, auch unterhalb des Pivot Points und ja, Bruch der Trendlinie dürfte dann hier entgegen eine schwächere Performance und auch neue Tagestiefs herbeiführen. So sieht es mal aus, meine lieben Zuschauer. Silber, wie gesagt, interessant, sowohl auf Tages- als auch auf Intraday-Basis. Gut, schauen wir kurz noch auf den Australdollar-Cut. Den hatten wir bei dem letzten JFD-Devisenradar. Morgen übrigens wieder hier von 15 bis 16 Uhr. Kostenfreie Anmeldung über unsere JFD-Website möglich. Oder aber dann auch, ich weise nochmal darauf hin, auf unseren Live-Event am Donnerstag mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Da werden wir Intraday, DAX, Dow Jones, hauptsächlich Indizes, aber vielleicht auch Währungen mal unter die Lupe nehmen im Intraday-Bereich. Wird spannend, ist spannend. Letztlich Australdollar-Cut auch nicht weniger spannend, denn damals haben wir ja einen CAV von 1 zu 1 ausgemacht. Uninteressant. Also es hätte nach oben und unten gehen können. Letztlich hat der Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier diese Widerstandszone nochmal getestet. Sehr schön zu sehen. Hier knapp über der Parität. 1,006. 3, 1,0065 rund kann man eher sagen. Diese Zone ist wichtig und bleibt ein Widerstand. Sollte der Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar allerdings hier ausbrechen und dafür spricht, schwupp, die Saisonalität, die hier verspricht vom 14.2. bis 27.3., das ist natürlich kalendarisch gesehen hier wirklich ein Haufen Zeit. Wir sprechen hier über 42 Kalendertage. Versprach aber hier in der Vergangenheit eben eine durchschnittliche oder eine positive Rendite. Wir ziehen das mal ins Portfolio rüber. Australdollar-Cut hier. Und da sehen wir, dass wir hier einen durchschnittlichen Profit von 174 Pips während der letzten 10 Jahre erreichen konnten. Sie sehen hier unten auch die Performance dessen, dass es nur zwei Verlustjahre gab in den letzten 10 Jahren, spricht ergo hier für eine Trefferquote von 80%. Im Schnitt wurden hier 174 Pips auf der Oberseite erzielt, hingegen hier im Durchschnitt nur 127 verloren wurden. Der größte Profit war hier im Jahr 2009 mit stolzen 515 Pip. CRV sieht auch ganz gut aus hier. Also Australdollar-Cut kann interessant sein. 174 Pips als durchschnittlicher Trading Profit ist auch mal eine Hausnummer. Man muss aber allerdings auch sehen, dass dies erst untermauert werden würde, wenn der Australdollar gegenüber dem kanadischen Dollar eben hier rauszieht. Also oberhalb von 1,0070, 1,0075 wäre es hier durchaus erstrebenswert, auf ein Long Setup zu spekulieren. Das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr lang bis 27.3. Das ist für einen Seasonal Trade schon sehr, sehr lang. Wir machen deswegen mal hier die Price Action mal hin. Also der heutige Close würde sozusagen zählen, ja, und im Schnitt 174 Pips erlaubt eine Performance in diesem Bereich. Wenn der Ausbruch, wie gesagt, kommt, kann es auch höher gehen. Ja, das ist ganz klar. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch positiv Momentum. Seasonal wird es, wie gesagt, gestützt auf der Verliererseite 127. Können wir mal skizzieren. So, machen wir das mal hier ran, wenn man jetzt aktuell den Close nehmen würde. So sieht das dann mal aus. Na, noch ein Tipp runter. So. Ja, 129 machen wir den Preis jetzt hier so. Ja. 27.3. Können wir auch gleich mal skizzieren nach drüben, damit wir einfach so ein Zeitfenster mal vor Augen haben. Das ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Würde aber im Prinzip so aussehen. Ja, also technisch wäre der Seasonal Trade untermauert, wenn wir ausbrechen über 1,0075.
70, 77, ja. Dann hätte man hier wirklich gute Chancen bei diesem Trade. Unterhalb dessen bleibt es ein Stück weit fragwürdig, aber das als Info, seasonal-technisch, sieht das sehr, sehr interessant aus. Ich denke, liebe Zuschauer, das war ein Stück weit Input heute für Sie. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Geben Sie den Daumen hoch auf YouTube, heute ja zurzeit immer wieder modern, da auch entsprechende Statements zu hinterlassen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Und dann schauen wir mal, was wir da so ausgraben. Ich wünsche euch viel Erfolg am heutigen Handelstag. Denkt dran, dass ihr immer fair behandelt werden sollt beim Trading. Und da gibt es eigentlich nur JFD Brokers. In diesem Zusammenhang viel Erfolg beim Trading. Euer Chris Kämmerer und tschüss.